Die 27. Motorshow Essen öffnete in diesem Jahr schon zwei Wochen vor dem sonst üblichen ersten Advent ihre Pforten und machte damit dem nachfolgenden Gipfeltreffen der Europäischen Union bereitwillig Platz. Warum auch nicht? Denn das internationale Gipfeltreffen der motorisierten Individualisten hat sich in mehr als einem Vierteljahrhundert ohnehin zu der Adresse für Oldtimer-Freaks, Tuner, Motorsportler und ihrer Fans entwickelt. Eine Art alljährliches Familientreffen. In den 18 Essener Messehallen präsentieren auf rund 90.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wieder über 550 Aussteller das Aktuelle und das Bewährte der vergangenen Saison, geben aber auch gerne schon mal einen Einblick in die Highlights von morgen oder übermorgen. Mehr als alles, verspricht der Slogan der Motorshow 94, und in der Tat können hier über 10 Tage lang Dinge bestaunt werden, die man zuvor wohl noch nie auf 2, 3 oder 4 Rädern erlebt hat. Seit mehreren Jahren versteht es Wolfgang Schöller, der Organisationsleiter der Messe, meisterlich, mit immer neuen mobilen Spezialitäten und Sensationen wieder Lust auf einen Besuch der Show zu machen. Was hat sein 94er-Programm an Highlights zu bieten? Ja, Highlights en masse, kann man wohl sagen. Wir haben ja hier 5 Autoshow-Bereiche, also 5 Bereiche, Ausstellungsbereiche. Einmal ist es der Ausstellungsbereich der Automobile mit den Neuwagenherstellern, mit Motorsport und den Zulieferern der Automobilindustrie. Und da gibt es natürlich Automobilneuheiten, wie zum Beispiel Mercedes mit dem neuen SLK, Audi, der neue A4, und nur um 2 von vielen zu nennen. Dann haben wir den Bereich Tuning. Essen ist ja bekanntlich die größte Tuningmesse der Welt. Hier ist praktisch der Tuningbereich fast lückenlos vertreten. Wir haben in der Halle 1a den Ausstellungsbereich Motorrädern mit einem eigenen Showbereich, mit einer Aktionsbühne. Dann gibt es in 3 Hallen etwa 400 bis 500 Oldtimer zu sehen, die vom Oldtimer-Handel angeboten werden und auch zu kaufen sind. Und die absoluten Höhepunkte der Ausstellung sind die beiden Showbereiche, das Showcenter Automobile und Showcenter Motorräder. Wir stehen hier im Showcenter der Automobile und hier stehen etwa 60 Automobiljuwelen, wie man sagen kann, unverkäufliche Einzelstücke. Von erlesenen Edelklassikern über extravagante Crazy Cars bis hin zur futuristischen Designstudie bietet das Showcenter reihenweise optische Sahneteilchen. Wie schafft es Wolfgang Schöller nun schon seit 27 Jahren, immer wieder eine ganze Reihe außergewöhnlicher und kurioser Motorraritäten zu sammeln und nach Essen zu lotsen? Ja gut, ich habe meine Kontaktleute überall in der Welt. Ich reise auch in die Staaten 2-mal im Jahr. Und irgendwo kriege ich immer mit, wo welche Exponate existieren. Und wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann weiß ich auch, wen ich dort ansprechen muss. Und dann gehe ich an die Leute heran und sage, bitte, wir würden gerne dein oder ihr Fahrzeug in Essen zeigen. Und meistens klappt es dann auch immer. Also ich habe dort keine Probleme. Ich habe im Moment schon die wesentlichsten Schaustücke für die Motorshow 1995 parat. Doch bevor es soweit ist, schauen wir uns doch erstmal die 94er Glanzstücke genauer an. Mit einer außergewöhnlich eleganten Designstudie auf der Basis des Porsche 911 macht das Haus Bertone auf sich aufmerksam. Ebenfalls einen Blick in die Zukunft riskiert der italienische Designer Chiugiaro mit seinem Columbus, einer 7-sitzigen Großraumlimousine mit 6 Fernsehmonitoren und einer 5-Liter BMW-Maschine, die den Van bis zu 230 Stundenkilometer schnell antreibt. Ford stellt mit der KA-Designstudie seine Version eines kleinen Stadtflitzers vor, während der Longcore das Prestige eines Coupés mit dem Raumangebot eines Kombis kreuzt. PS-Highlights von den internationalen Dragstrips waren schon im vergangenen Jahr viel bestaunte Gäste der Motorshow. Mit dem Burning Desire lässt sich hier erneut ein Jetcar bestaunen, das aus seinem Triebwerk bei voller Leistung eine Endgeschwindigkeit von 430 Stundenkilometern herauskitzelt. Im nostalgischen Look der US Funny Cars legt California Kid immerhin 330 Stundenkilometer auf die Straße, während sich der Schweizer Andy Ochsner in seinem Water Thunder schon nach 2,12 Sekunden von 0 auf 460 Stundenkilometer geschossen hat mit 15.000 PS. Bei so viel Geschwindigkeit kann einem ja bald schwindelig werden. Daher schauen wir uns doch mal ohne Eile im Mekka der gemütlicheren Classic Cars um, im kalifornischen Küstenort Pebble Beach. Aus dem Jahr 1911 stammt der Mercedes 90 HP Labourdette Skiff, dessen Karosserie einem Boot nachempfunden ist. Mit 90 PS und Kettenantrieb erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern.
Bis in die 30er Jahre hinein galt das Automobilhaus Esotta Fraschini als eines der prestigeträchtigsten der Welt. Dieses SS Castagna Cabriolet hat heute einen geschätzten Wert von rund $1 Million. Zum alljährlichen Concours d'Elegance werden stets nur die 150 edelsten Klassiker nach Pebble Beach eingeladen. Der Frankfurter Dieter Dembacher ist dabei einer der wenigen Europäer, dem diese Ehre bisher zuteil wurde. Er verdankt es letztlich seinem traumhaften Alfa Romeo Roadster mit Demola-Karosserie. Verlängert, verbreitert und tiefer gelegt wurde dieser Buick Super Sedanette, der ursprünglich aus dem Jahr 49 stammt. Ein traumhaft glänzendes Custom Car. Die Klassiker der Rennsportgeschichte nehmen sich dagegen eher sportlich bescheiden aus. Als erfolgreichster Formelrennwagen des Jahres 1937 führte dieser Mercedes-Benz W125 den damaligen Rennfahrer Rudolf Caracciola zur Europameisterschaft. An das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans erinnert dieser Bugatti 57G, während Alfa Romeos Bimotore als einziger Grand Prix-Rennwagen mit zwei Motoren in die Motorsportgeschichte einging. Bei den Crazy-Kreationen hat Wolfgang Schöller in die bunte Welt der Fantasie gegriffen. Im Gegensatz zum VW Käfer, der in einer 20-Millionen-Auflage gebaut wurde, entstand dieser knallrote Marienkäfer extra für die Motorshow als Unikat. Auf einer Jetturbine hockend verfolgte die Comic-Fledermaus Batman in dieser schwarzen Rakete auf Rädern den bösen Joker durch Gotham City. Und aus dem Filmepos Chitty Chitty Bang Bang stammt dieses gleichnamige Filmauto, gebaut in den 20er Jahren. Was die Filmindustrie heute so alles möglich macht, ist auf der Motorshow ebenso zu sehen wie zu hören. Jaws, der Landshark, wurde als Promotion-Gag für Steven Spielbergs Filmreihe rund um den Weißen Hai in nur 3 Monaten gebaut und führt mittlerweile ein abenteuerliches Eigenleben. Der Landai der Universal Studios von Florida ist ein wirklich einzigartiges Show- und Promotion-Fahrzeug. Er ist 35 Fuß lang und 14 Fuß hoch. Er wird durch einen 502 Kubik-Inch Chevrolet-Motor mit 550 PS angetrieben. Er hat ein Automatikgetriebe mit 2 Geschwindigkeiten und Allradantrieb. Er ist in seinem Inneren ein kleines rollendes Radiostudio mit einem Mischpult, 2 Kassettendecks und 2 CD-Spielern sowie einer eingebauten Laserdisc- und Videoanlage. Über das eingebaute Soundsystem lässt sich natürlich Musik hören oder die 16 digital gespeicherten Geräuscheffekte abrufen. Das macht alles sehr viel Spaß. We have a 3000 watt sound system on board, which we don't have on right now, but we may do that later. We have 16 different sound effects from a digital message repeater. Untermalt vom Filmsoundtrack geht der Hai auf Menschenjagd, lässt die Menge vor Angst aufschreien und beschließt mit einem unverschämten Rülpsen sein blutiges Mahl. Von außen hat der Landshark auch einige Spezialeffekte zu bieten, wie zum Beispiel die Scheinwerfer, die in seinen Augen sitzen und ihn sehr gefährlich aussehen lassen. Er bläst Rauch durch die Nüstern aus und Feuer durch die Auspuffstutzen an seiner Seite. Das imitierte Jet-Triebwerk am Heck kann ordentlich qualmen. Die Türen öffnen und schließen sich hydraulisch und das ganze Fahrzeug kann wirklich beängstigend schaukeln. Im Stadtverkehr kann der Landshark mit rund 60 Stundenkilometern gut mithalten und sorgt, wo immer er auftaucht, für Heiterkeit. Mit der Ultra Monster Harley kann ein weiterer gigantischer Leckerbissen auf der Messe bewundert werden. Ein Motorrad, das 12 Meter lang, 4,5 Meter hoch und 2,5 Meter breit ist, sprengt ja nun wirklich alle Maße, auch wenn es rein optisch einer Harley Lowrider originalgetreu nachgebaut ist. Winnie Bergemanns macht sich im sonnigen Kalifornien bisher einen Namen als Konstrukteur von extra langen Limousinen. Diese Harley war sein erster Abstecher in die Welt der Zweiräder.
Es ist schon zu einer lieben Tradition der Essener Motorshow geworden, dass sich im Showcenter der Motorräder eine vielköpfige bzw. vielrädrige Abordnung der legendären Rat's Hole Custom Chopper Show aus dem amerikanischen Daytona einfindet. In diesem Jahr zählte die Truppe um Big Daddy Rat ganze 22 Traumexponate und 32 Personen. Kein Wunder, dass sich der Daddy wie ein Kindergärtner vorkam, als die Truppe schon beim Aufbau ihrer teils exklusiven und teils sehr außergewöhnlichen Bikes Stimmung in die Messehallen brachte. An Kuriosität wohl kaum zu überbieten, ist dabei wohl das Bison-Bike von Ron Stratman, das nicht allein in einer zotteligen Tierhaut verschwinden musste, nein, sein Fahrer tut es ihm mit Begeisterung gleich. In 4 Monaten erschuf Ron Stratman das einmalige Stück aus einer Harley-Davidson, deren Wert er jetzt auf $10.000 schätzt. Aber kann sich ein wahrer Tierfreund wohl wirklich von so einem Haustier jemals trennen? In Erinnerung an das Teenager-Idol Jimmy Dean nannte Cyril Hughes aus Florida seine Harley einfach Deenager. Auf der Maschine ist James Dean in einer kunstvollen Arbeit verewigt. Doch auch an den anderen Harley-Schmuckstücken kann man sich eigentlich nie satt sehen. Irgendwo sind immer wieder witzige oder edle Details zu entdecken. Doch wenn wir schon jetzt aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, was würden wir erst sagen, wenn wir einmal bei Daytona Beaches Big Week dabei sein könnten, dem größten Motorradmeeting der Welt, das Big Daddy Rat und seine Kollegen einmal jährlich veranstalten. Motorräder und Autos wie Kunstwerke. Der Showbereich, der lässt einen beim Messebummel immer die Zeit etwas vergessen. Nicht zu unterschätzen ist jedoch das nach wie vor sehr große Engagement von Automobilherstellern und Fahrzeugtunern in Essen. Audi, BMW, Jaguar, Mercedes oder Opel. Nur einige Namen sollen hier stellvertretend für die vielen Firmen stehen, die auf der Motorshow ihre allerneuesten Fahrzeuge erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. Und dann ist auf der gleichen Messe auch noch nahezu die gesamte Tuning-Branche vertreten. Die größte Tuning-Messe der Welt nennt man sich daher nicht ohne Stolz. Und das verpflichtet den Verband der Automobiltuner natürlich auch, mit Highlights nicht zu geizen. Die Essener Motorshow ist in der Tat die weltweit größte Tuning-Messe, das stimmt. Wir stellen auch hier insgesamt aus dem Bereich Tuning die größten Ausstellergruppen. Das ist richtig. Wir haben in diesem Jahr einige sehr interessante neue Fahrzeuge hier, die gerade erst auf den Markt gekommen sind. Unser Spektrum hier in Essen ist sehr groß. Es fängt tatsächlich an beim kleinen Abt Polo und geht hin bis zum neuen Brabus Mercedes mit 7,3 Liter Hubraum und einem V12 Motor. Dazu haben wir in diesem Jahr in Essen, was sehr interessant ist, 2 Deutschlandpremieren. Das ist einmal die Sportwagen Venturi und auch die exklusiven Bugatti Supersportwagen EB110 GT und Supersport stehen in Essen. Dazu gibt es, was wir persönlich vom Verband ganz toll finden, schon den neuen Tigra von Manzel, der gerade erst vorgestellt wurde vom Fahrzeughersteller Opel und hier bereits in veredelter Form steht. Ebenso steht ein neuer BMW 7er hier und die neue Celica T20 aus dem Hause Postet. Von ein ganz klein wenig anders bis zur kompletten Umgestaltung eines Fahrzeugs kann der Tuning-Aufwand gehen. Was veranlasst viele Autobesitzer dazu, ihr Serienfahrzeug erst noch in die Veredelung zu geben, bevor sie einsteigen? Ja, zunächst ist es mal so, sie erfüllen sich natürlich mit Tuning individuelle Wünsche. Das kann sein, dass sie ein Lederlenkrad wünschen, das kann sein, dass sie nur ein paar andere Leichtmetallfelgen für ihren Wagen kaufen wollen oder vielleicht eine Auspuffanlage und es geht hin bis zum kompletten Interieur in der Farbe nach Wunsch. Das heißt, so wie ihr Ledersofa zu Hause ist, so können wir natürlich auch ihr Auto von innen auspolstern. Das sind die Gründe dafür. Wir sind Individuen und Gott sei Dank haben wir diesen Markt. Somit können wir auch individuelle Wünsche bei Fahrzeugen erfüllen. Viele Hersteller haben diesen Trend jedoch auch bereits erkannt und mischen im Tuning von Hause aus kräftig mit. An Ideen und variantenreichen Anregungen mangelt es daher auf der Essener Motorshow nie.
Autos zu fahren und trotzdem einen klaren Kopf im Straßenverkehr zu beweisen, schließt sich für die Automobiltuner keinesfalls aus. An ihrem Infostand mixte der deutsche Cocktailmeister Norbert Növer den vollkommen alkoholfreien Tuna Drink 95 mit reichlich Power aus Vitaminen und Milch. Als Abschluss und gleichsam als Höhepunkt eines ereignisreichen Motorsportjahres gilt die Motorshow mit ihrem späten Jahrestermin. Die Trophäen sind zumeist verdient und dem winterlichen Urlaub können die Aktiven erst einmal gelassen ins Auge schauen. Auch wenn die Motorshow 94 natürlich auf den Star Michael Schumacher wegen des letzten WM-Laufes in Australien verzichten musste. Mit Erfolgen möchte aber jeder gerne glänzen. Auch in dem Bereich der Aussteller wird Motorsport präsentiert. Die großen Firmen, die Motorsport betreiben, zeigen hier ihre Fahrzeuge, die im Motorsport der letzten Saison eingesetzt worden sind. Und dann haben wir natürlich im Showbereich auch etliche Rennfahrzeuge oder Motorsportfahrzeuge. Und hier stehen wir gerade im Bereich der klassischen, die Rennsportklassiker Europas, kann man so sagen. Das sind Fahrzeuge, die in früheren Jahren in der Vergangenheit Furore gemacht haben. Ohne Probleme schlägt die Motorshow Essen die Brücke von der pittoresken Rennsporthistorie hin zur brennenden Pistenaktualität. Die Anwesenheit vieler aktiver Motorsportler auf 2 und 4 Rädern ist dafür der beste Beweis. Zum Teil wird hinter verschlossenen Standtüren um Konditionen für die nahe nächste Saison gefeilscht. Andere nutzten aber zum Jahresende die Gelegenheit, sich einen umfassenden Überblick über den Markt zu verschaffen, um sich in Ruhe und im direkten Vergleich für den nächsten privaten Kleinwagen zu entscheiden, wie hier Manuel Reuter am Stand des Tuners WKS. Sicherlich in offizieller Mission trat der frisch gebackene deutsche Tourenwagenmeister Klaus Ludwig am Vortag auf der Messe auf. Ist die Motorshow Essen nach Ihrer Meinung ein Termin, auf dem sich die Motorsportprominenz einfach sehen lassen muss? Ach Gott, sehen lassen muss, ist natürlich so ein Begriff. Man ist gerne da. Man ist gerne da, weil das hat alles hier angefangen eigentlich mit Motorsport, würde ich mal sagen. Und der größte Bestandteil der Messe war und ist eigentlich immer noch Motorsport. Es werden die Rennautos gezeigt, die Fans können hautnah sich das Auto wirklich mal anschauen, womit der Klaus Ludwig gefahren ist oder der Johnny Cecotto, egal, wen man auch immer nehmen. Im Fall Klaus Ludwig gab es dabei sogar die Möglichkeit, den alten und den neuen Wagen des Meisters in Augenschein nehmen zu können. Denn wie wenige Wochen vor der Show bekannt wurde, wechselte der erfolgreiche Pilot überraschend das Rennteam. Ja gut, aber beide Autos sind Schnee von gestern. Rennautos von nächstem Jahr und von morgen sehen natürlich schon wieder anders aus, weil die Entwicklung im Rennsport steht nie still. Die geht weiter. Jeden Tag eine neue Idee. Neben der reinen Neugier auf die Fahrzeuge der unterschiedlichen Formel- und Leistungsklassen stehen in Essen aber auch immer die nationalen Rennstrecken im Mittelpunkt des Interesses. Als neuer Geschäftsführer des Nürburgring konnte Dr. Walter Kafitz eine positive Bilanz des vergangenen Jahres abgeben. Wenn wir Rückschau halten, dürfen wir, glaube ich, mit der Saison sehr zufrieden sein. Wir haben im Automobil- und Motorsport eine zweistellige Zuwachsrate bei den Zuschauern. Dank auch der 3 DTM-Läufe, die wir in diesem Jahr hatten, aber auch dank anderer Veranstaltungen. Ich nenne mal jetzt Super Touring, also der ADAC Tourenwagen Cup, Truck Grand Prix sowieso und Oldtimer Grand Prix, 24-Stunden-Rennen. Also wir sind mit der Saison sehr zufrieden. Beim Motorradrennen, da haben wir ungefähr das Niveau des Jahres 93 gehalten, sodass wir unterm Strich ein Wachstum von 4% an Zuschauern haben. Präsentation und Fachgesprächen ist die Motorshow nach wie vor auch eine Messe für vielfältige Action und das bunte Treiben zwischen den Kulissen. Immer ist irgendwo etwas los und wer nichts verpassen will, sollte stets die Augen und Ohren offen halten. Action haben wir natürlich auch mehrere Bereiche. Wir haben einmal die Halle 5, das ist die Aktionshalle des ADAC. Dann haben wir in der Halle 16 die Aktionshalle von AVD und Radio Racing. Dort ist die größte Automodellrennbahn Europas. Und dort können sich Messebesucher und Prominente messen.
Oldies are Goldies. Unter diesem Motto ergänzt eine kunterbunte Mischung automobiler Raritäten den Bereich der aktuellen Neuwagenpräsentation. Das Schwerpunktthema in der Oldtimer-Show-Ecke hatten die Verantwortlichen der SIA in diesem Jahr sehr liebevoll dekoriert. Mit einer motorisierten Zwergenparade weht das Flair von Wirtschaftswunder und Petticoat durch die Halle und weckt alte Erinnerungen. Etwas im Windschatten der Automobile, aber nicht minder prominent besucht, stellt die Motorradhalle der Motorshow die technischen Neuerungen und die sportlichen Leistungsträger auf zwei Rädern vor. Was sind 1994 die Highlights? Die Highlights dieser Messe, wir haben dieses Jahr eine Aktionsbühne, die wir sonst in jedem Jahr hatten, aber dieses Jahr mit der Zeitschrift PS und Moped. Die Leute haben super Motorräder mitgebracht, was den Motorradfan begeistern wird. Das sind Serienmodelle neuester Bauart von Honda, Kawasaki, Suzuki. Wir sind mit Aprilia und Moto Guzzi als Industrie hier vertreten. Aprilia ist Doppelweltmeister geworden, die mit ihren Rennfahrern diese Aktionsbühne bestücken werden. Und ich glaube, wir haben da sehr gute Resonanz. Mit zahlreichen tollen Bewerbern um die Wahl des edelsten Bikes der Show wartet die Halle ebenso auf wie mit dem bereits eingangs vorgestellten Showcenter rund um die Monster Harley. Zweiradträume, die man bei einem erneuten Besuch der Motorshow Essen in Ruhe genießen sollte. We'll be right back.
Bevor wir jedoch unseren umfangreichen Rundgang beenden, lassen wir Big Daddy Red noch einmal persönlich zu Wort kommen. Hello Germany, welcome to Daytona Beach, Florida. We'll be here next year, so be sure to come to Motor Show Essen. Autofahrer kann ich eigentlich nur raten, jetzt wo der Winter auf uns zukommt und wo er eigentlich schon da ist, die feuchten, nassen Straßen, die Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Angepasstes Fahren ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir heute auf der Straße lernen sollten. Miteinander, füreinander, angepasst Autofahren. Ich glaube, dann gibt es viel weniger Unfälle. Und natürlich, deswegen als Motorsportler muss ich das sagen, ein kleiner Fahrsicherheitslehrgang mal an einem Samstagvormittag. Der hat noch keinem geschadet und der wird viele vor ganz neue Perspektiven stellen, was sein eigenes Fahrvermögen anbetrifft und was seine eigene Fahrsicherheit anbetrifft.